Ich sollte meinen Spawn setzen, ich Volllepp. So, vier Eisen, ne? Eins, zwei, drei, ja. Ja, vier Eisen. Auf jeden Fall vier Eisen, so. Ich dachte, ich falle ins Bodenlose und habe deshalb nochmal Fliegen gedrückt. Der hat das allerdings dann als Fallschaden gezählt. Deswegen bin ich gerade so halb krepiert. Richtig. Ich sollte einfach zu dem stehen, was ich sage. Wie viele Blöcke hat die von dem besten Architekten des Adeptus Mechanicus gebaute Titanhalle? Woher soll ich das denn wissen? Nehmen mal ganz ehrlich. Man sollte fragen. Also wenn man Fragen stellt, sollte man definitiv davon ausgehen können, dass man sie auch beantworten kann. Das ist ungefähr, wenn du da so ein Schild hinstellen würdest, wie viele Samenergüsse hatte ich schon in meinem Leben? Die kann kein Mensch beantworten. Gott, das war krank. 10.000, 8.000, 50.000, nee, 50.000 ist ein bisschen viel. 4, nee, und ach komm, irgendwas. Yep. Ich drücke jetzt einfach W. Ich brauche keine Knöpfe. Ja, das war falsch. Mein Homebed ist nicht mehr da. Das ist scheiße. Weiße auch, ne? Warum ist mein Homebed nicht mehr da? Let's get creative. Let's get to the creative mode. And fly ziemlich schnell irgendwo hin. Hier hoch. Zim, auch wenn ich nicht weiß, wo mein Homebed hin ist. Ich fahr mal ohne. Oder ich gehe mal ohne. Hier ist gar nichts. Sollte da die Lava runterkommen, wenn ich hier vermutlich drüber fahre. Dann waren es halt so viele. Auch gut. Ich beschleunige das hier gerade ein bisschen. Aus dem Grund, dass wir das jetzt schon ziemlich oft haben. Das ist eine Sicherheitsschleuse des AM. Gehen Sie einfach durch. Ja, dann mache ich dann mal so. Okay. Pilze. An dieser Stelle passen die Schilder farblich besser und verbessern dadurch die Atmosphäre. Ich gehe gar nicht mehr auf die Rechtschreibung ein, ne? Merkt er. Sie sind nun in den Gärten der reichen Bewohner dieser Welt. Sie müssen aber zu den Verteidigungssystemen, bevor der Aufstieg des Dämons vollendet ist, beeilen Sie sich. Okay. Also gehen wir erstmal schlafen. Logisch. Ein Labyrinth. Das hat noch gefehlt. Muss ich ja ernsthaft sagen. Das wäre eine Adventure Map ohne Labyrinth. Gut, vermutlich. Gut. Man merkt aber hoffentlich, dass ich dennoch mehr Bock gerade auf das Aufnehmen habe, oder? Weil ich wieder mehr Scheiße erzähle als sowieso schon. Bei sowas vergeht mir der Spaß ein klein wenig. Denn I don't like Labyrinthe. I really don't like them. Ein Servus, ein Enderman. Ein scared the crap out of me. Is something happening here? Find I an Ausgang. My English is wonderful. Entschuldigung, Herr Endermann. Ich muss hier durch jetzt. Ich hoffe, ich bin richtig. Dann schlage ich die ganzen Büsche hier kaputt.
Baufelder macht nix. Fast da, nicht zerstören. Ich mache hier alles kaputt. Alles. Wer sich jetzt ankackt deswegen, dem ist leider nicht zu helfen. Auch für die Neuen, die immer gerne mal reinschauen und sagen, ah, du machst alles kaputt, dies und das und bla und jenes. So bin ich. Das ist, man kriegt es genauso genervt wie die Tester. Lass deine Wut an dem Baby aus. Ach, an dem Labby. Ich dachte, was für ein Baby? Was für eine kranke Sau bist du denn? Ja, ich brenne. So. Dankeschön. Reicht. Ich habe auch kein Essen mehr und gar nichts. Mach mal. Egal. Ich lege mich erstmal hin, sind schon wieder zwei Parts. Liest ein Part ist besser als zwei Parts, aber gut. Gehen Sie nun durch den Lagerraum, der Schlüssel ist aber weg. Sie müssen ihn suchen, weil Pyro betankt und bereit. Sehr gut, das kann die Suche beschleunigen. Um die Koordinaten zu senden, müssen Sie allerdings höher. So, Koordinaten verstanden und Valkyrie entsendet. Was ist hier sonst noch so? Das waren ziemlich explosive Koordinaten, oder? Okay. Truhenrätsel. Naja. Holztruhen und so weiter hier rein. Okay. Ich weiß nicht, ob dein Truhenrätsel sich selber sprengen sollte, aber gut. Erster Stock, Notausgang. Okay. Ich häng in der Wand fest. Okay. Alles gut. Vielleicht werden es auch drei Parts. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch geht. Das nächste Mal übrigens, dass ich so Adventure Maps mache, dürfen sie dann auch länger sein. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr mir gerne mal in die Beschreibung schreiben, ob ich wirklich konsequent nach 20 Minuten oder was abbrechen soll. Dafür nur ein Part. Oder ob ich jetzt im Nachhinein und für die Maps, die dann irgendwann noch kommen werden, im Moment nehme ich ja keine an, weil ich habe ja 70 Stück oder so, das sind immer noch die ersten, die ich runtergeladen habe, die ersten 15 oder was das jetzt war, sind immer noch die ersten. Also könnt ihr euch vorstellen, warum ich keine Maps annehme, ne? Gerade. Sergeant, hier müssen Sie tauchen, aber Sie brauchen noch die Tauchausrüstung, sonst ist es zu gefährlich. Okay, somit verliere ich anscheinend wesentlich weniger oder gar keine Luft. Das ist cool. So mit Enchantments rumspielen, finde ich, ist eine coole Sache. Aber ich hoffe, es macht nichts, wenn ich das jetzt hier trotzdem beschleunige, weil es sonst zu langweilig ist. Sie sind in der Nähe des Dämons. Er ist in der Ordenshalle der Blood Ravens. Sie müssen ihn vertreiben. Ich übergebe sie nun Gabriel Angelos, dem Ordensmeister der Blood Raven. Gabriel Angelos klingt irgendwie wie ein Schlagersänger. Wie viel Glowstone ist in diesem Raum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, das sind mal 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Da. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch zu dem Raum zählt. Du solltest nicht Glowstone als Tunnel benutzen, wenn die Frage nach Glowstone da ist. Ich nehme jetzt mal das. Richtig. Okay.
Glück gehabt. Set time to midnight. Da Monsters nearby. Motherfucking Monsters nearby. Ich zünde gerade mein Bett an. Frische Ausrüstung. Nehme ich mal so, so. So, so. Gott, ist die Map lang. Hört eigentlich überhaupt einer zu, wenn ich Regeln mache? Sag mir das mal. Meine Marines werden ihnen dort vorne Rückendeckung geben. Viel Glück, Sergeant. Wo ist das Kackvieh, das ich zerstören muss? Blub, blub, blub. Ich lasse das mal. Ich muss sowieso da unten Spawn setzen. Habe ich hier schon einen Spawn gesetzt? Space Marines losschicken. Egal. Ihr seid also die Space Marines. Hilfe! Das sind die Aliens. Das klingt logisch. Du bist gut, die springen doch hier alles. Soll ich denn jetzt, sag mir mal, sinnloser, ja, super. Ich schlag die mal auf, ja. Denn die Creeper haben alles kaputt gemacht, du Experte. Ausgesperrt. Du bist ja ein Experte, ey. Die machen doch die kompletten Leitungen hinüber. Sergeant, suchen Sie sich geeignete Ausrüstung und töten Sie den Dämon danach. Okay. Hier wird die heilige Ausrüstung des Imperators aufbewahrt. Mit dieser Rüstung werden Sie fast unverwundbar sein. Außerdem sind hier noch Waffen und Proviant und Sie müssen nur die Rätsel lösen. Um zu zeigen, dass Sie die Rüstung wert sind. Meine Space Marines werden Sie dort leider nicht unterstützen. Stirb. Können, weil unsere Teleportfelder zu schwach sind. Okay, Teil 1. Die Rüstung des Imperators. Okay. Dann ziehe ich die schon mal an. Und safer again. Wer spricht gerade mit Ihnen? Captain Diomedes Gabriel Angelos dürfte das sein. Aus welcher... Okay. Teil 2. Ziehen wir auch schon an. Aus welcher Baumart waren die Blätter im Labyrinth? Boah, das kann ich nicht sagen. Ich kenne das Texture Pack noch nicht so gut. Ich glaube, es war Birke. Vermutlich nicht. Nein. So ist das, wenn man das Texture Pack noch nicht so gut kennt. Aber normal war das auch nicht, also sage ich Dschungel. Richtig. Sehr gut, welche Blockart kam bis jetzt noch nicht vor? Endstone, Wolle, Endstone, glaube ich, ne? Richtig. Sehr gut, mit dieser Rüstung können Sie den Dämon ohne Probleme vernichten. Ich habe den Rest der Rüstung im vorherigen Raum gelassen, ich volllepp. Muss er erstmal schaffen, ne? Und hier müsste dann auch noch was sein, ne? Zweite Teil, dritte Teil, okay. Ach, hier ist der vierte Teil, Waffen und Proviant. So, ich spack mal wieder die ganze Scheiße hier weg, ne? Das kannst du auch behalten, jetzt habe ich ja das. Die kann ich gleich anziehen. Ja, kannst du behalten. Ich habe ganz viele Türen, ich weiß gar nicht woher. Hier ist noch ein Bogen, nehmen wir nochmal Pfeile mit. Und dann kann eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen. Wenn wir jetzt noch den Creative Mode ausmachen und das hier anziehen, weil... So, so. Das darfst du behalten. Das auch. Ich kann hier reinpacken, nur so für die bessere Übersicht. Ohne Probleme vernichten. Und auf geht's.
War das richtig? Hätte ich das machen tun? Safen und dann zerstören, sehr wichtig für Story. Dass das nicht mehr funktioniert, das haben wir ja schon gesehen. Wie soll ich safen und dann zerstören? Da komme ich irgendwo raus. Haben ja gesehen. Because my homebed was missing and abstracted. Spawner zerstören und die Leitern setzen. Okay. Space Marines. Der nächste Raum wird schwer bewacht. Sie müssen es schaffen, in den Warp zu gelangen, um den Dämon zu töten. Okay. Let's kill Eldar. Genau, von dem war das. Das ist ein krüppeliges A. Okay. Sollte hier hoch. Bin ich näher dran, ne? Stirbt. Geh weg. Ihr kriegt mich nicht. Du hast nicht daran gedacht, dass die Creeper doch mal immer alles gerne kaputt machen, oder? Hast du, glaube ich, nicht, nein. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss eure Familie ausrotten. Entschuldigung, ich komme gleich auf euch zurück. Danke. Ich gehe mal so hier. So hier dran. Du hast für meine Verhältnisse definitiv zu viel mit Dings gemacht. Mit Monstern gemacht, die alles kaputt machen. Ja, gut, wir gehen mal weiter, ja? Ich möchte die Map nicht so weit ins Dings ziehen. Der Dämon wartet im Warp. Sie müssen ihn vernichten. Ich kann sie im Ende das Glück abbauen lassen. Okay. Ich werde jetzt aber keinen Ender Dragon killen im Let's Play. Echt nicht. Ich gehe da jetzt mal hin. Guck mal, was die Pfeile so an Schaden machen. Also mal so Spaß. Okay. Sieht schick aus hier. Ich mag das Texture Pack. Habe ich das schon mal erwähnt? So. I'm going in the Almighty Creative Mode. Benutze dieses Almighty Schwert. Und werde trotzdem noch eben. Ach, das dauert zu lange, echt. Bla 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 bla. Ich bin genauso schnell wie du. Zumindest sind die Kristalle schon weg. Ja, schon mal ein Anfang. Ach ja. Soll jetzt nicht klingen, dass ich angepisst bin, aber ihr müsst doch nicht echt einen Ender Dragon Fight in der Adventure Map bauen. Ich meine, die Idee ist cool. Aber nicht, wenn die Map schon 42 Minuten geht. Und jetzt, wo wir die Idee einmal hatten, reicht das auch. Gott, komm her. Ich habe schon meine Speed-Taste hier und so. Okay, das sind extrem krasse Pfeile. Hi, Enderman. Was geht?
Klau eurem Boss die Eier. Das ist übrigens eine Menge XP, die hier rumliegt. Brauchen wir aber nicht. So, weg. Brauchen wir nicht. Ja, jetzt können wir die nicht überspringen, ne? Ja, ich möchte nicht. Nein. Irgendwie abbrechbar. Okay. Das ist sehr wichtig für die Story. Mein Homebed was missing or obstructed. Das hat hervorragend funktioniert. Ja. Ah, ich weiß nicht. Also diese Map... sind jetzt zwar 45 Minuten, aber ich teile die nur in zwei Parts, weil... Ach, weiß ich nicht. Es hat mir nicht... Die Ideen waren gut, die Umsetzung war teilweise auch gut, aber teilweise einfach zu übertrieben und nicht durchdacht, wie mit den Creepern, die alles in die Luft sprengen. Ich weiß nicht. Ja, also es war keine schlechte Map, allerdings nicht komplett durchdacht. Und mit vielen Sachen, die ich jetzt nicht sonderlich mag, aber das ist halt mein Geschmack. Und da werden sich sowieso wieder Leute aufregen, dass ich denn überhaupt mögen würde. Aber man hat ja gesehen, es gibt einige Maps, die ich ziemlich gerne mochte. Auch jetzt bei den neuen. Und also kackt euch nicht ein. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschö.